So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ram. Jetzt ist er weg. Ramses der Dicke und heute ist der 24. Heute ist Heiligabend. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Eigentlich wollte ich mir eine Weihnachtsmütze aufsetzen und einen Weihnachtsbart dran machen. Aber ich finde das nicht. Ich habe jetzt überall gejuckt, ne? Überall gejuckt. Verstehst du? Im Schrank gejuckt, überall gejuckt. Ich habe nichts gefunden. Letztes Jahr war das noch so, da habe ich sogar eine Raider Mittwoch-Folge damit gemacht. Das war total nervig und störend. Dieses Jahr, ich habe keine Ahnung, wo die Sachen sind. Vielleicht habe ich sie aus Wut verbrannt danach. Aber wir fangen natürlich trotzdem wieder an. Lass uns nicht aufhalten. Erstmal mit dem Adi, dann mit mir. Wir haben seinen Adventskalender. So sieht er aus. Ein Türchen ist noch da, die Nummer 24. Toll, das klebt einfach alles zusammen. Egal. Wir haben eins noch da, und zwar die Nummer 24. Das machen wir jetzt mal auf. Das nehmen wir jetzt mal in die Hand. Ich habe Fleischtrüffel, Wild, kann sein. Beim sind das nur 4 Stück. Wir haben sogar hier noch eine Mütze für den Adi. Guck mal, Adi, deine Mütze. Ja, so wird das nichts. Hier, Adi, probier mal. Ja, die Mütze gebe ich dir gleich. Hier, probier mal kurz deine Fleischtrüffel. Nicht abhauen, nein. Das sind doch gar keine Fische. Jetzt ess die doch mal. Komm, die schmecken doch bestimmt richtig gut, oder? Nicht? Wenn ich sie dir hier reinfülle ins Waschbecken für später, wir gucken noch mal, wie du auf deine Mütze reagierst. Adi, du musst die Mütze auch aufsetzen. Und nicht einfach so. Adi, setz doch die Mütze auf. Guck mal, die ist extra von der Wintersalami. Damals hast du die Wintersalami genommen und hast sie durch die Gegend geschmissen und jetzt... Ach, das wird heute nichts. Weihnachten fällt aus. Weihnachten fällt ins Wasser. Weihnachten... Lässt du die Mütze in Ruhe, wenn du sie nicht aufsetzt? Das sind deine Trüffel. Ess los, ess die Trüffel. Das Interesse scheint nicht vorhanden zu sein. Wir nerven ihn noch ein bisschen mit der Mütze. Adi, was ist denn? Das ist doch alles okay. Die tut dir doch nichts. Guck mal, da kann man dich sogar mit streicheln. Dann kann man sie auf deinen Rücken setzen. Und sie fällt wieder runter. Ah, wir lassen das einfach. Ich habe leider keine, der Adi hat leider keine, das ist alles Quatsch. Ihr seht, keine Weihnachtsstimmung, nichts. 2020, ein Jahr, das man streichen kann, sagen alle. Deshalb wollen wir uns auch nicht länger aufhalten. Machen auch die 24 auf. Wie letztes Jahr, genau. Da ich hab's schon angekündigt, da ist bestimmt wieder ein Bad Santa Bier drin. Wir nehmen es raus. Und was sehen wir hier? Ein Bier mit einer Weihnachtsmütze. Richtig genial. Wenigstens das Bier ist in Weihnachtsstimmung, ne? Bier geht immer. Das ziehen wir mal hier hoch. Sieht das nicht cool aus? Habt ihr auch schon mal so ein Bier getrunken? Nehmen wir ab, packen es auch ins Waschbecken. Jetzt haben wir hier Flötzinger. Flötzinger Bräu Rosenheim. Und jetzt was mich richtig enttäuscht. Santa Goes Gypsy Brewing Bad Santa Christmas Special. Das Ganze hat 7%, 7 Promille. Guckt euch das Etikett an. Das ist ja im Prinzip hier weihnachtlich, angeblich. Aber irgendwie sieht das aus wie in einem schlechten Horrorfilm. Denn du hast hier einfach den kaputten Wagen. Die Geschenke liegen überall rum. Hier hat er sein eigenes Rentier gegrillt und er hängt hier drüben auf einem Haufen nach hinten gelehnt mit einer Zigarre und qualmt und genau dieses Bild war letztes Jahr drauf. Das habe ich meiner Mutter letztens gezeigt. Sie hat gesagt, hä, wo ist denn da der Weihnachtsmann? Ich erkenne den gar nicht. Genau dieses Bild war letztes Jahr drauf. Mit dem Unterschied, dass hier oben stand Edition 2019 und jetzt steht einfach Edition
2020. Und dann ist mir auch aufgefallen, dass das allererste Bier letztes Jahr war Perlenzauber. Und das allererste Bier dieses Jahr war Perlenzauber. Das heißt, es steht ja immer da, 24 neue Biere. Jetzt habe ich schon die Vermutung gehabt, im Endeffekt nehmen die genau dieselben Biere und sagen zu denen, ihr habt ein Jahr Zeit, ein anderes Etikett auf eure Flaschen zu drucken. Sodass das plötzlich nicht so aussieht, sondern so. Genau im Türchen Nummer 3 war damals Landgang drin. Landgang Brauerei mit so einem grünen Etikett und einem Seemann drauf. Richtig genial. Und diesmal Landgang Nummer 3 ist ein rotes Etikett mit so einer Geisha drauf. Das ist dieselben Nummern, haben dieselben Biere, haben dieselben Nummern, sind dieselben Brauereien, ist dasselbe Bier oder was? Nur die Etiketten sind anders. Und hier ist das Etikett im Prinzip genau das gleiche, nur dass halt da steht 2020 statt 2019. Die haben wohl nicht gedacht, dass wenn man einmal so einen Kalender hatte, man sich nochmal einholt. Habe ich aber gemacht. Das Etikett an sich finde ich trotzdem nicht so cool. Wir geben einfach mal eine 3. Ich meine, das mit der Schrift und diesem ganzen Gemälde an sich passt, ist weihnachtlich, aber ich finde das Motiv halt nicht ansprechend, weil man erkennt den Weihnachtsmann kaum. Etikett gibt's 3 Punkte. Voll in die Fresse. Jetzt hätte ich fast Schnauze gesagt. Wir wollen ja nicht fluchen. Wir schenken es mal ein, wir gucken es uns mal an. Mit 7 Promille müsste das ja auch sehr kräftig sein. Und ich kann mich leider nicht erinnern. Theoretisch könnte ich bei der Punktevergabe, also Geruch, Geschmack, Farbe, müsste ja alles gleich sein jedes Jahr. Nur das Etikett dürfte sich verändern. Ansonsten müssten die Bewertungen alle gleich sein, ja? Wir gucken jetzt mal hier. Das läuft gleich wieder über. Moment. Die Kohlensäure zirkuliert auf jeden Fall durch die Gegend. Es ist etwas hell, dafür, dass es so viel Promille hat, hätte ich es mir eigentlich dunkler vorgestellt. An sich ist es aber kräftig, aber es geht noch kräftiger. Ich gebe auch für die Farbe nur eine 3. Schaum ist genügend da. Schaum riecht nach. Riecht eigentlich ganz gut. Also nicht der Geruch des Schaums ist ja egal. Der Geruch des Biers ist ja. Riecht trotzdem eigentlich ganz gut an eine kleine süßliche Note. Aber trotzdem noch bierig. Würde ich bei Geruch sogar 4 Punkte geben. Und jetzt kommen wir noch zum Geschmack. So, weg damit, Geschmack. Ich kann den Geschmack nicht deuten, keine Ahnung. Wir müssen nochmal probieren, um den Geschmack rauszufinden. Schmeckt etwas bitter, etwas säuerlich, brennt auf der Zunge. Es schmeckt beim Trinken genauso wie beim Absetzen, aber weiß ich nicht, insgesamt würde ich, also es geht schlechter, aber es ist keine Veränderung da. Man kann es an sich gut trinken und man wird nicht negativ überrascht danach, aber auch nicht positiv, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde sogar trotzdem einfach eine 3 geben. Einfach Mittelmaß. Auch wenn mir jetzt schon schlecht ist und ich mich gleich, boah, keine Ahnung, was heute los ist wieder. Ich bin auf jeden Fall enttäuscht, muss ich sagen. Das ist mir erst nach und nach alles so aufgefallen, als ich verglichen habe mit dem letzten Jahr, dass wirklich im Prinzip die gleichen Biere da drin sind, nur das Etikett sich mal ein bisschen verändert. Und dass jetzt die Krönung bei der 24 einfach genau dieses selbe hässliche Motiv drin ist, nur oben einfach 2020 statt 2019 steht. Was soll das? Hätte ich es jetzt da, ich hätte es geholt, ich hätte es euch gezeigt, dass ihr das seht, dass das wirklich, dass der da rumliegt mit seiner Zigarre und hätte der was anderes gemacht, hätte er da gestanden und oh,
Er hätte einfach eine andere Pose gehabt, er hätte irgendwas. Aber nein, er liegt wieder in der Ecke und raucht. Und dafür 50 Euro, wenn das so wenig dahinter steckt. Ich glaube, nächstes Jahr brauche ich was anderes oder ich lasse mich wieder abziehen. Oder ich lasse mich sponsern und sage, hey, guckt mal, ich habe euren Kalender so schlecht geredet. Ihr könnt mir mal einen kostenlos zuschicken, dann mache ich wieder Videos drüber. Das war's von meiner Seite aus. 3, Schmack, wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Und frohe Weihnachten, eine schöne Bescherung und eine gute Zeit in der Familie. Bleibt gesund, trinkt mehr Bier oder lasst es sein.